Ja, mein Name ist Andreas Böhmken. Ich bin in Salzgitter geboren und wohne in Lichtenberg. Dort habe ich auch den Kindergarten und die Grundschule besucht. Nach meinem Abitur auf dem Kranich-Gymnasium in Lebenstedt habe ich in Göttingen Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften studiert. Ich arbeite seit nunmehr 20 Jahren als Rechtsanwalt in einer eigenen Kanzlei. Zunächst in Braunschweig und seit Ende 2012 in Salzgitter-Lebenstedt. Ich bin mit einer Eichsfelderin seit fast 25 Jahren glücklich verheiratet und habe eine mittlerweile 26-jährige Tochter, die als Grundschullehrerin in der Grundschule St. Michael in Salzgitter unterrichtet. Seit 2005 bin ich Mitglied der FDP und war von 2007 bis 2010 deren Kreisvorsitzender. 2016 wurde ich in den Rat der Stadt Salzgitter gewählt und bin seitdem Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion. Nun kandidiere ich als erster liberaler Oberbürgermeister für eure und meine Heimatstadt. Mein Name ist Andreas Böhmken, 50 Jahre jung. Ich möchte mit euch gemeinsam Salzgitter wieder stark und selbstbewusst machen. Dafür werbe ich um eure Unterstützung. Ich meine, dass alle Kandidaten grundsätzlich geeignet sind, Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter zu sein. Anscheinend kommt es nach meiner Ansicht darauf an, welche Vorstellungen, Ideen und Visionen jeder Kandidat hat, um unsere Stadt Salzgitter nach vorne zu bringen. Die besten Ideen, Vorstellungen und Visionen für unsere Heimatstadt sollten bei dieser Wahl im Vordergrund stehen. Nach meiner Auffassung hat die Stadt Salzgitter ein massives Einnahmeproblem. Meine Idee ist es daher, die Einnahmesituation der Stadt Salzgitter als den Schlüssel für eine bessere Zukunft zu erhöhen. Steuererhöhung und eine finanzielle Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger und der Gewerbetreibenden in Salzgitter möchte ich ausschließen. Wie erhöhe ich also die Einnahmen, ohne dabei die Bürger und Bürgerinnen zu belasten? Durch Steigerung der Gewerbesteuer und der Gemeindesteuer. Salzgitter bietet sicherlich und gute und gut bezahlte Arbeitsplätze. Natürlich in großer Zahl bei unseren Big Five, aber auch bei vielen Betrieben unseres starken Mittelstandes. Diese gilt es zu erhalten und zu mehren. Gerade im Hinblick auf die vor uns stehenden Transformationsprozesse zu nennen, sind hier zwei wesentliche zukunftsträchtige Themen: die E-Mobilität und die Wasserstofftechnologie. VW wird zukünftig in Salzgitter die Batteriezelle fertigen. Hier entstehen neben der Fertigung auch Arbeitsplätze für die Entsorgung von Batteriezellen. Die Salzgitter AG mit ihrem Projekt SALCOS und Alstom mit ihrem Wasserstoffzug Coradia Island sind dabei auch im Spiel. Hier müssen wir Bedingungen schaffen, damit sich neue Firmen wie zum Beispiel Zulieferbetriebe hier ansiedeln können und somit weitere Arbeitsplätze schaffen. Voraussetzung hierfür ist die Entwicklung und Schaffung neuer Industrie- und Gewerbegebiete als Keimzelle für innovative Technologie und Industrieprodukte, ganz nach dem Motto Made in Salzgitter. Die Gemeindesteuern steigere ich dadurch, dass die Menschen, die in Salzgitter gutes Geld verdienen, auch zukünftig in Salzgitter leben sollen. Hierzu ist es notwendig, dass wir attraktive Baugebiete entwickeln und neue Mitbürger nach Salzgitter locken. Aber auch das Image unserer Stadt positiv nach außen darstellen und selbstbewusst für unsere Stadt werben, ist ein ganz wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema ist die Wohn- und Baupolitik. Die Schaffung neuer attraktiver Baugebiete und die Bestandsaufnahme von Industrie- und Gewerbegebieten.
Hier gilt es, die Steine ins Rollen zu bringen. Ein weiterer Punkt ist die Umsetzung der Bürgerbeteiligung für die Weiterentwicklung des Salzgittersees. Hier haben wir endlich mal eine Bürgerbeteiligung auf den Weg gebracht, an die sich auch viele Bürgerinnen und Bürger beteiligt haben und die den Namen Bürgerbeteiligung auch verdient. Jetzt gilt es, diese zeitnah umzusetzen und nicht wieder Monate oder Jahre zu debattieren. Die Wünsche und Anregungen der Bürger, der Bürgerinnen und Bürger liegen vor. Jetzt liegt es an der Politik und der Verwaltung, den Willen der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen, zu handeln, Ergebnisse zu liefern und Farbe zu bekennen. Andernfalls wird die Bürgerbeteiligung ad absurdum geführt. Das sind so die wichtigsten Punkte, die ich zuerst umsetzen würde. Die Verbesserung der Einnahmesituation durch mehr Gewerbesteuer und mehr Gemeindesteuer ist ein eher langfristiges Ziel. Gewerbe-, Industrie- und Baugebiete entstehen nicht über Nacht. Hier müssen wir die Voraussetzung schaffen. Die Früchte ernten wir erst nach einigen Jahren der Planung und Entwicklung und nicht schon am Ende der kommenden Wahlperiode. So ehrlich sollte man sein und diesbezüglich keine kurzfristigen Wahlversprechen ankündigen. Es sind eher die kleinen Räder, an denen geschraubt werden kann und die bereits kurzfristig Erfolge bringen. Hier nenne ich zum Beispiel die Digitalisierung, schnelles Internet in Schulen, in Gewerbegebieten, aber auch in allen Haushalten einer jeden Ortschaft ist Grundlage, um die Zukunft besser gestalten und Chancen wahrnehmen zu können. Ein digitales Bürgerbüro, das die Arbeit der Verwaltung flexibel gestaltet und den Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürger und der Stadt angenehmer und einfacher gestaltet. Eine konsequente Entbürokratisierung, Genehmigungsauflagen und Meldepflichten reduzieren und vereinfachen, Behördengänge online erledigen, mehr direkte Demokratie mit Bürgerentscheidung und Befragung. Und ein ganz wichtiges Thema, ich hatte das oben schon erwähnt, ist für mich auch, wie gesagt, die Umsetzung der Bürgerbeteiligung zur Weiterentwicklung des Salzgittersees, ein Müllkonzept, mehr Gastronomie am See, das Anlegen fester Grillplätze, kulturelle Veranstaltungen auf der Insel, Gestaltung eines neuen Rundweges um den Salzgittersee mit Raum für Fußgänger und Fahrradfahrende. Das sind alles Punkte, die den Bürgerinnen und Bürgern am Herzen liegen und die zeitnah umgesetzt werden sollten. Schaffung eines 350-Euro-Tickets für alle Bürgerinnen und Bürger, die freie Fahrt für alle Kinder bis 14 Jahre im selben Haushalt einschließt, freies WLAN im ÖPNV, den Ausbau von Radschnellwegen in der Region, Ausbau des E-Ladesäulennetzes. Das sind alles Aufgaben, die am Ende der Wahlperiode erledigt sein können. Ich bin in Lichtenberg groß geworden, habe hier nahezu mein ganzes Leben verbracht, bin hier in den Kindergarten und die Grundschule gegangen und habe nur während meines Studiums meine Heimat verlassen. Ich bin seit fast 45 Jahren Mitglied im MTV Lichtenberg und dort seit Jahren im Vorstand tätig. Ich bin Mitglied des Heimatkreises Lichtenberg und im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Ich bin hier in Salzgitter und insbesondere in Lichtenberg fest verankert und verwurzelt. Ich bin ein absoluter Teamplayer. Ohne Team geht es nicht. Ich bin aber auch derjenige, der die Entscheidungen trifft und die Verantwortung übernimmt. Aufgrund meines Jurastudiums kann ich schnell Sachverhalte aufnehmen und sie richtig einordnen. Ich bin flexibel, ehrgeizig, fleißig, organisiert und versuche das, was ich mache, möglichst richtig und gut zu machen und dabei immer mein Bestes zu geben.
Ein ganz wichtiger und sensibler Punkt ist die Frage, wie die Pandemie auf unsere Kinder und Jugendlichen gewirkt hat. Nicht nur aus schulischer Sicht, sondern auch gerade im sozialen Bereich. Hier müssen wir zeitnah Gespräche mit Eltern, Lehrern und Kita-Kräften führen und unsere Unterstützung anbieten. Aber auch unsere Wirtschaft hat unter der Pandemie schwer gelitten. Hier müssen wir aber ehrlich sein und uns eingestehen, dass großer Handlungsspielraum kaum vorhanden ist. Das liegt eher in der Hand der Bundes- und der Landesregierung. Die Stadt Salzgitter kann hier möglicherweise Sondergenehmigungen erteilen, zum Beispiel für die Nutzung der Außengastro. Soweit es möglich ist, können wir auch auf Gebühren, zum Beispiel bei Schaustellern, verzichten, wie wir es in der Vergangenheit oder im vergangenen Jahr auch schon getan haben. Es wäre sinnvoll und hilfreich, wenn wir hier eine Bestandsaufnahme machen, eine Umfrage bei unseren Unternehmen vor Ort mit der Frage, wie kann die Stadt helfen und unterstützen? Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, sonst werde ich abgeschaltet. Nein, Bürgermedien sind ein wichtiger Bestandteil in der heutigen Informationsgesellschaft. Sie erhalten lokale Identitäten und schaffen Nachrichten aus der Region für die Region. Sie fördern den demokratischen Meinungsbildungsprozess in der Bevölkerung. Die Bürgermedien zielen nicht auf die Erwirtschaftung eines finanziellen Gewinns ab. Und in ihrer Gemeinnützigkeit sehen sie die Grundlage ihrer Unabhängigkeit. Das ist alles gut und richtig. Mir ist aber ganz wichtig, dass keine einseitige politische Berichterstattung in den Bürgermedien erfolgt, sondern vielmehr die allgemeinen Grundsätze einer journalistischen Arbeit berücksichtigt werden. Dazu bedarf es der möglichen objektiven Berichterstattung, die auch unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen lässt und einen möglichen breiten Zugang interessierter Bürger zur Arbeit in den Sendern ermöglicht. Sollte, denke ich, das Ziel der Kommunalpolitik sein, die Bürgermedien von unnötigen bürokratischen Belastungen zu befreien und dort, wo es geht, sie auch finanziell zu unterstützen. Salzgitter ist sehr gut vernetzt, insbesondere über den Städtetag. Das ist sicherlich ein ganz großes Plus von Frank Klingebiel. Ich erinnere an die 50 Millionen Strukturhilfe für Salzgitter, die Zuwendung eines solchen hohen Betrages hat es in Niedersachsen bislang nicht so häufig gegeben. Die Verwaltungsspitze ist sehr gut aufgestellt. Unsere Dezernenten sind absolute Fachleute und zudem sehr engagiert. Schade nur, dass nur, ich glaube, ein Dezernent seinen Lebensmittelpunkt in Salzgitter hat und die anderen über das Wochenende pendeln. Ich möchte grundsätzlich nicht alles schlecht reden, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Ich habe aber das Gefühl, dass die Verwaltung teilweise nur noch reagiert, und zwar auf äußere Umstände, Abhängigkeit von Landeshilfen, Zuschüssen, Einnahme von Gewerbesteuern oder auch aktuell jetzt über hinsichtlich der Corona-Situation. Ich meine, wir sollten weniger reagieren, sondern mehr agieren, neue Visionen haben und versuchen, auch diese umzusetzen. Was ich im Gegensatz zu den anderen OB-Kandidaten nicht machen werde, ist den Bürgerinnen und Bürgern vorzumachen, dass sich hier alles ändert, wenn nur ein neuer OB gewählt ist. Die Aussage, jetzt komme ich und alles wird anders, besser und schöner, ist eine Aussage, die nach meiner Ansicht falsch ist. Dem ist nämlich mitnichten so. Die Kandidaten, die das machen, sind entweder naiv oder blenden die Wählerinnen und Wähler mit Versprechen, die sie nicht halten können.
Das Rad wird nicht neu erfunden, egal welcher OB der Stadt Salzgitter vorsteht. Der OB muss mit dem Rat zusammenarbeiten und ist auf Mehrheiten angewiesen. Ein OB kann Richtlinien und Schwerpunkte seiner Tätigkeit vorgeben, kann an kleinen Rädchen drehen, aber er kann nicht alles alleine, sondern nur gemeinsam mit den gewählten Vertretern aus dem Rat auch umsetzen. Ich würde mich erst einmal bei allen Kandidaten bedanken, dass sie bereit sind, sich für unsere Heimatstadt Salzgitter einzusetzen. Alle Kandidaten möchten der Stadt Salzgitter etwas zurückgeben. Jeder Kandidat hat da seine eigenen Vorstellungen, aber letztendlich möchte sich jeder Kandidat dafür einsetzen, dass es der Stadt Salzgitter besser geht. Welcher der richtige Weg ist, über die Ideen, Vorstellungen und Visionen der Kandidaten werden wir in den nächsten Wochen hoffentlich sachlich und ohne persönliche Angriffe diskutieren und debattieren. Und wie es in jeder Demokratie so ist, setzen sich die Ideen desjenigen durch oder vielleicht auch derjenigen, warten wir mal ab, ob noch jemand kommt, der oder die die meisten Stimmen erhält. Ich würde mich freuen, wenn sich die Kandidaten, die nicht die meisten Stimmen bei der Wahl erhalten, auch nach der Wahl einbringen mit ihren Ideen und dies zum Wohle für unsere Stadt Salzgitter.